Danke an die, also ja, an die Gruppe, weil das Ganze intensiviert. Musst du vielleicht mal hier gucken, weil das gucke ich nicht. Ich muss mal kurz entdecken. Ja, Eike, die Struktur, die sich ergeben hat, dass wir, du kannst etwas sagen und dann machen wir einfach in die eine Meditation mit Metadron. Alles, was wir gelesen haben, das vergessen wir, weil wir es jetzt intelligenterweise spüren können. Was wir gelesen haben, ist halbe Intelligenz. Was wir jetzt wahrnehmen, das ist das Up-to-Date, das Neueste und das Beste. Also Intuition als das Neueste und das Beste. Und das heißt, wir gehen auch mit in diese Meditation, so wie du gehört hast, dann verstärkt das der Raum und es ist dann einfach. Ne? Das ist eine Unterstützung, wie Sabine gesagt hat, für dich. Und wir genießen mit und verstärken das einfach auch mit. Ja. Und das Ganze ist eben 30 Minuten. Ne? So dass, wenn du fühlst, was es zu sagen gibt, zu Beginn, dann in die Stille, dann vielleicht kannst du noch was dazu sagen und dann eben 5 oder 10 Minuten dann für Resonanz. Ja? Und ich gebe dir Zeichen, eventuell einfach auch mit Zeiten. Sabine, ich kann das machen. Sabine, ganz klar. Und jetzt nur Metadron. Nur Metadron, ja. Ja, ja, immer eins. Ein, ja. Okay. Ja. Naja. Ist okay? Ja, ja. Schön. Ist okay. Okay. Also ich fühle schon die Anwesenheit von Metatron. Und ja, ich würde ihm jetzt einfach den Raum geben und ihn in der Stille spüren.
Es ist am einfachsten, in dieser Stille zu bleiben. Wenn du so weit bist, Eike, gibt es jetzt Informationen oder Worte, Eindrücke? Ich bin hier, um diesen Raum mit Licht zu füllen, um eure Körper an die höhere Schwingung anzupassen. Ich bringe euch damit Frieden. Darf ich fragen nach Eindrücke von den anderen? Bitte. Genau, das war spürbar. Es hat sich total so entspannt und so, es hat sich so friedlich angefühlt und so eine ganz unaufdringliche Energie und gleichzeitig total durchdringend bis in tiefste Ebenen. Und es waren immer so die vermeintlich Gegensätze, waren irgendwie so gleichzeitig da. Also sowas total Grenzenloses, Auflösendes und gleichzeitig was Umhüllendes. Und irgendwie so eine, boah, so eine ganz starke Kraft und gleichzeitig sowas ganz Sanftes und Weiches. Und so war das mit mehreren. Und die waren nicht getrennt voneinander, die gehörten einfach zusammen. Und das hat diesen Frieden auch verursacht. Also diese totale Entspannung. Oh, es fühlt sich gut an, Dankeschön. Also ich habe im Körper so eine, oh, eine unendliche Weite gefühlt. Aber im Körper. Wow. Und die Energie, das wie Sabine das schon gesagt hat, die war sehr sanft und kraftvoll im Vergleich zu Osho, der so jede Zelle irgendwie so. Ich bin auch froh, dass die Reihenfolge jetzt so war. Ja, sehr schön. Also, ja. Ja, danke.
Es ist unglaublich, wie einfach das ist, ne, wenn wir es tun, ne? Was uns alles zur Verfügung steht. Du hast es das erste Mal gemacht, machst du das nicht seit 30 Jahren, ne? Nee, ja. Also nicht bewusst. Aber es fühlt sich schon auch vertraut an, ne? Aber es ist was anderes, dem auch so Raum zu geben. Also und das jetzt auch so zu benennen, ne? Metatron. Und nicht, ne? So, das ist konkreter einfach. Habe ich das unterbrochen jetzt mit dem Sprechen? Oder? Nee, ist da okay. Sonst hättest du mir eine gegeben. So sanft warst du das. Ja, sanft und kraftvoll. Bei mir war im System totale Action. Das nächste mit Stille, ich hätte mir gewünscht, Party. Sind auch schon zurück. Es war wie wirklich von oben mit einmal stand ich in so einem Licht von Blau. Und da ging so Scheiben durchs System erst, so wie so Reinigungsscheiben, ne? Also wie so eine Waschanlage, aber nicht mit diesen großen Dingern. Sondern mit so einem Scheiben und Zelle für Zelle rutschte das, als wenn mein Blut von oben bis unten gereinigt wurde. Ne? Also das waren wie so Kristalle, die irgendwo in einem System von Adern und Blut irgendwo noch anhaften und das wurde alles gereinigt. Das ging nach draußen, ne? Also in Mutter Erde, das wurde dann transformiert. Abgefahren war im Herzen wieder, weil ich ja vorher das Öffnung des Tor des Herzens hatte. Ich muss irgendwann mal als Kind die Idee gehabt haben, vielleicht hat mir jemand ein Schokoladenherz geschenkt, ne, dass ich gesagt habe, ich schenke dir ein Herz. Ne? Und dann war ich als Kind, wie kann ich ein Herz verschenken? Also das Herz habe ich verschenkt an jemanden und damit habe ich es dicht gemacht und das ist im Austausch wieder geschehen. Also ich habe mein eigenes Herz wieder gefühlt in mir und kann aber Herzen verschenken, dann habe ich euch allen rote Herzen verschenkt. Und dann war ich so aufgeregt. Nee, dann abgefahren. Also nichts mit Stille irgendwie, es war Action in der Bude hier. Was in 15 Minuten alles geschehen kann, ist ja was. Aber ne, dieses, ich kann Herzen verschenken oder Liebe verschenken und behalte mein Herz, ne? Weil dieses, wenn ich sage, ich verschenke mein Herz, boah, als Kind versteht man das nicht, ne? Weil ich, wie kann ich mein Herz verschenken, wenn das ist doch ein Organ, was in mir ist, ne? So, es war nur so eine Idee von einer Illusion, so. Das hat sich gereinigt dadurch, ne? Hey, du hast mir mein Herz zurückgegeben. Also ich würde auch gerne mal was dazu sagen. Also ich hatte das auch, mir ging es auch von oben nach unten. So, der Prozess so durch, jetzt nicht so bei dir mit so Scheiben oder so, aber einfach nur so spürbar. Und als du dann angefangen hast zu reden, war ich gerade unten angekommen. und genau, und das war wirklich auch so die Information, ne, dass er wirklich den Körper anpasst, ne, an diese neue Schwingung irgendwie. Weil ich hatte die letzten Tage so übelst hier so Nackenverspannungen ganz krass. Das war jetzt erst mal so ganz entspannt wieder so. Ha. Genau. Ja, eher eine ich empfinde das jetzt eher so als eine Anpassung, ne? Also als System einfach anpassen. Ja, fühlte sich stimmig. So, ne? Also wirklich so, dass man da irgendwie wieder sich wohlfühlt im Körper, ne? So. Also meine Wahrnehmung hier gerade von der Gruppe ist, dass sich irgendwie die Gruppenschwingung irgendwie total synchronisiert hat. Das ist voll schön. Wow, im Vergleich zu vor der Meditation ist es richtig schön verbunden. So ist richtig. Wow.
Schön, dass ich auf die Idee gekommen bin, das zu machen. Danke. Ja, Jeet. Danke. Irgendwann wirst du Jeet-Channel. Im nächsten Leben aber erst. Gibst du eine Jeet-Mütze oder eine Jeet-Perücke denn? Kannst du echt aufsetzen. Genau. Eine, so eine Lockenperücke. Eben, das sieht man, also ich habe auch gleich Symbole gesehen, Pyramide und Symbole und so weiter. Ne? Also schon eine ganz andere Präsenz von Metatron. Mhm. Aber eben vielleicht nochmal der Speichern der Wahrnehmung von das, was sich jetzt im Gesicht verändert hat, in unseren Zellen. Also wie einfach es ist und wie uns alles zur Verfügung steht, all diese Energien. Ne? Ja, Reichtum auf alle Ebenen steht uns immer zur Verfügung. Jo, wir werden das jetzt jeden Mittwoch machen. Mal gucken die Zeiten, vielleicht machen wir das länger. Weil, habe ich geschrieben, jetzt 2x30 Minuten. Mal gucken. Und was fühlt sich stimmig an? Mhm. Ich glaube, alles andere schon wieder dann. Ja, okay. Das ist jetzt gerade so, ne? Oder? Wie ja, ich finde es auch stimmig. Ich finde es jetzt gerade ja, so. Ja, ja. Gut, ich hätte jetzt auch noch eine Stunde da drin bleiben können. Ja, wäre ja, okay gewesen, ne? Aber. Ne? Das war. Weil durch die Verstärkung, ne? Das ist was schon ein schönes Gefühl, so eine totale Tiefe, ne? Naja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ne? So gesehen, das ist schon auch schön, ne? Da so. Wir können ja mal gucken. Mhm. Okay, nochmal. Hier geht es. Nochmal in dieser Meditation darum, dass wir jedem Mut machen, nicht nur dem Papst oder dem Imam, sich mit dem Gott, Göttlichen, was in uns sowieso ist, wir glauben, dass es außerhalb von uns ist, zu verbinden, die unterschiedlichen Rezepte, Gerichte zu testen, ist nicht nur eine, ne? Nicht immer Buddha oder Mohammed oder so. Einfach alles ist in uns und alles gehört zu uns. Und das ist nicht Vergangenheit, sondern ist Gegenwart. Das ist, was viele sagen, naja, der ist schon weg, sei still, ist alles richtig, ist alles wunderbar. Aber doch, die Wertschätzung, dass diese Energien uns ausmachen, stärkt und vertieft diese innere Wahrnehmung. Und ich freue mich sehr, dass wir das in dieser Form machen, dass jemand, der das noch nie gemacht hat, das jetzt macht und dass wir oder sehen können, zeigen können, yes, you can, dass wir das können und dass jeder das kann. Das ist meine Absicht, ne? Dass jeder reingehen kann, wenn nicht das erste Mal, vielleicht das zweite, aber so in diesem Feld klappt es immer das erste Mal. Gibt es noch was? Sagen. Na Ruscha, wie geht's dir? Hast du, bist du mit Metatron gut ausgekommen? Mm. Und Metatron war auch schon schwierig? Nee. Nicht, ne? Also, ich will das vielleicht heute, ich möchte vielleicht darauf die Geschichte erzählen. Ihr seht das Bild da, das Buddha da, manche haben sich vielleicht geärgert. Ich zeige es euch. Buddha? Genau, Budine. Budine, grün. Also, das ist Buddha. Und der hat auf seinem Kopf eine Mütze, was Osho getragen hat. Und es gibt die schöne Geschichte, ich war in Pune damals, als es geschehen ist, wo Osho plötzlich anfängt zu erzählen, ach Leute, ich habe ein Problem. Buddha hat mich besucht, der sagt, die Prophezeiung ist, nach 2500 Jahren würde Buddha wiederkommen. Ne? Er sagt, ja, was willst du? Ja, wir sollen wieder zusammenkommen, komm, lass uns so und so und so. Ne?
Ja, Muster, ja, das ist Prophezeiung, das muss, okay, gut, wie geht's dir, was isst du, was machst du, was machen wir jetzt? Und die haben sich ein bisschen unterhalten, das war schön. Und dann war spät, dann haben sie sie im Bett gelegt. Ne? Und Osho liebt es immer so zu schlafen. Und, nee, so, nee, auf dem Bauch zu schlafen. Und Buddha liebt es immer, Osho auf den Rücken und Buddha auf den... Und die haben angefangen, sich zu streiten, ne? Wie die schlafen sollen. Ne? Und dann, so, es war sehr lustig alles, und dann plötzlich hört sich irgendwann so ein Bumm. Im Buddha waren immer 10.000 Leute da. So ein Knall. Und sagte so, Buddha ist gegangen und hat die Tür geknallt. So, jetzt bin ich wieder allein. Ne? Und somit hat er diese Prophezeiung, dass Buddha wieder nach 2500 Jahren kommt, aufgelöst. Und deswegen ist jetzt da die Verbindung der Meister von Osho, Buddha und alle anderen. Deswegen ist das Symbol da, Buddha. Und lustig mit der Mütze von Osho. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.